auf Meeressauge an, muss Glocke. Dazu müssen wir erstmal Geld wechseln, müssen die Busstation noch. Oh Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Es ist Sonntag. Ich gönne mir neueste Videos von Nico Away. Schaut's gerne vorbei. Nico hat seinen eigenen Travel Vlog Channel. Und der ist da richtig fleißig. Also Respekt geht raus, finde ich gut. Er ist fleißig und legt da konstant seine Videos hoch. Versucht auch immer, ist immer auf der Suche nach Content. Ist, glaube ich, dieses Wochenende auch wieder verreist. Ich glaube, die Jungs haben gesagt, er ist in Polen oder sowas. Und ich gönne mir nicht vor Broji Balls Sucuk. Klingt eigentlich echt geil, Sucuk, aber es war echt ekelhaft. Das ist sogar das Schlechteste, weil die Süßen, die gehen sogar noch. Ich glaube, die muss ich sogar wegschmeißen, oder? Also ich esse eh gar kein einziger von diesen 4-Bros-Dingern. Aber ja, wenn keiner sonst die essen will, dann müssen die, glaube ich, leider weggeschmissen werden. Ich habe Kogo schon mal ein bisschen ausgepackt. Neue Bestellung ist am Start. Nicht gesponsert, die habe ich mir sogar privat gekauft. Ein paar Sachen, die ich privat essen wollte. Den Gläucher Tofu, den feiere ich. Da wollte ich mal diese Patties ausprobieren und ein paar. Oh, und das Pesto, mein Gott. Ihr wisst Bescheid, Rabattcode super saftig. Das Pesto wollte ich auch unbedingt ausprobieren. Und dann noch ein paar Snacks für Gäste, für Video, dies, das. Aber ja, diese 4-Bro-Dinger. Keine Ahnung, was ich damit machen soll. Check mir mal die Kopfhörer ab. Ich glaube, ich mache mir morgen einen Termin mit dem Kollegen, dass wir die einrichten. Damit eben vier Leute einfach Reactions machen können. Ja. Okay. Ja. Dann können die Leute hier im Bällebad sitzen und wir können Reactions machen. Gönn mir jetzt etwas, das haben sich schon ein paar Zuschauer gewünscht, das ist echt auf unserem Kanal noch gar nicht oder nicht genug vorgekommen, und zwar Pizza. Ja, wir haben eine Menge jetzt ausprobiert, Döner, Falafel, asiatisch, Sushi, und Pizza ist echt zu kurz gekommen bisher. Ich habe jetzt einen Laden endlich entdeckt, ich muss aber auch sagen, so auf Instagram und so, die ganzen Foodblogger posten auch eigentlich nie Pizza. Ne, wirklich nie Pizza, wirklich nie. Chong kennt einen guten Laden, den werden wir auch demnächst auch mal abchecken. Aber jetzt hat endlich mal einer was gepostet. Ja, in Instagrammer und so, dies, das. Ihr wisst, ich halte nicht viel von denen. Aber hat extra dazu geschrieben, persönliche Meinung, nicht bezahlt, nicht Kooperation. Hat extra in die Beschreibung geschrieben. Da habe ich auf den geschaut, auf Google Bewertung und so. Und die hatten noch 5,0 Sterne. Also bei 70, über 70 Bewertungen. 5,0 ist stabil. Und den probieren wir jetzt. Mentos Holzofenpizza. Nicht weit von der Theresienstraße. Bin gespannt. Endlich habt ihr eure Pizzen, Leute. Münchens beste Pizza? Weiß ich nicht, aber ich werde es definitiv so in den Titel schreiben, Alter. Ey, bei 5,0 Sterne kann man schon machen. Kein Clickbait. Das ist, glaube ich, die schönste Pennertreppe, die ich hier gesehen habe. Zucken wir uns hier hin und gönnen uns. Der Laden war ein bisschen verplant, also die waren nicht unhöflich, die waren halt irgendwie echt verplant. Ich habe 76 gesagt, 73 irgendwie sowas, und irgendwie dachte er zuerst, ich wollte eine Flasche Wein kaufen, eine Flasche, die sie gerade nicht da haben, und dann wollten die mir eine andere andrehen. Da habe ich gesagt, nee, ich wollte Pizza, und dann haben die erstmal gecheckt, was, und dann beim Bezahlen hat er irgendwie die ganze Zeit 5,90 gesagt, und dann gebe ich ihm 10er, weil eigentlich kostet die 11,90. Ich dachte, keine Ahnung, was, irgendein Angebot, Rabatt, Selbstabholer, Sonntagsspecial, was weiß ich. Und dann guckt er mich so an. Und ich so, Digga, was willst du von mir? Er so, 5,90. Ich so, hier. Yeah. Er so, 5,90. Ich so, Digga, was willst du? Wie viel kostet das? Das ist doch mehr als 5,90. Und dann sagt er, 11,90. Ich so, alles klar. Also, ihr wisst Bescheid, 11,90. Sieht stabil aus, ging auch relativ schnell, und ja, ich bin gespannt. Preistechnisch und geschmackstechnisch haben wir jetzt keinen Vergleich, außer halt, Digga, keine Ahnung, wann habe ich das letzte Mal Pizza gegessen? Ich glaube, das war die Kappi-Pizza. Sieht groß aus, ist aber natürlich hauchdünn.
Hauch dünn. Salami ist lecker. Teig ist geil. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, was eine Pizza haben muss, damit sie mich umhaut. Aber sie ist gut. Ich habe eine einzige Pizza, die mich bisher im Leben umgehauen hat. Da waren wir mal auf einem Turnier in Italien. Chong war am Start. Und wir haben uns was zu essen geholt. Das war eine fette Stange vor diesem Laden. Wir stellen uns an, kommen endlich ran. Und dann wir so, hä, wo ist die Karte? Was gibt's hier eigentlich? Und dann einer der Kellner oder Verkäufer so, es gibt nur Margarita, nur Margarita. Das war echt die krasseste Pizza, die ich im Leben jemals gegessen habe. Super nett, sympathisch, unfassbar lecker und überdurchschnittlich große Pizza. Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten. Ist das überdurchschnittlich groß? Anscheinend. Sehr, sehr nettes Personal und super leckere Pizza. Wird frisch zubereitet, im Holzofen gebacken. Kann man nur weiterempfehlen, keine 10 Minuten entfernt. Beste Pizza in München. Hier spart man nicht an der Qualität der Zutaten. Vom Teig über Belag, egal welcher, bis hin zu frischen Zutaten wie Tomate oder Rucola. Alles frisch und lecker. Jede Pizza wird außerdem mit viel Liebe zum Detail belegt. Ja. Daher bin ich mittlerweile Stammgast geworden. Super Pizza, sehr netter Kontakt. Wir hatten 4 Pizzen zum Mitnehmen mit verschiedenen Belag und jede war super. Ja. Einfach schmackhaft, riesig und reichlich belegt. Heute kämpft Mayweather gegen Logan Paul, Leute. Also ich werde es mir nicht live anschauen, aber ihr seht dieses Video am Montag, das heißt, Resultate, Ergebnisse sind bekannt. Together, we go with our keys and straw hats, killer, kid. What is gonna happen? Dieser Mann ist eine Legende, Mann. So mag ich gar nicht, so krass. Sense, man. Ich habe gerade eine Kollegin, mit der habe ich studiert, die hat über 1 Million Follower auf Instagram. Schauen wir mal, was da geht. Zwecks Kooperation. Also, preistechnisch kann ich sie mir nicht leisten, aber vielleicht tut sie mir einen Gefallen. Also, wir waren schon gut im Studium. Ich habe ja auch einen Kollegen. Wie viele Millionen Abonnenten hat der? Hat der 2 Millionen? Auch über 1 Million, das weiß ich. 1,5 kann das sein, irgendwie sowas. Mit dem war ich in der Schule sogar schon. Eigentlich 8. Klasse. Also, wir kennen uns eigentlich auch schon ewig, aber bei dem ist ein bisschen anders, der ist, hat Kontakt eigentlich mit allen aus der Hood damals abgebrochen, als er berühmt wurde. Also, den kann man leider nicht fragen. Und ich habe ja jetzt 2 Freundinnen, Influencerinnen am Start. Die hatten eigentlich auch Interesse. Und wir sind noch in den Verhandlungen, aber auf meine Nachricht am Donnerstag gab es bisher und es Sonntag noch keine Rückmeldung. Ich kann mir ja nicht leisten, wie nennt man das, wählerisch zu sein, also an sich 3-4 Tage nicht melden, eigentlich direkt tot, weg damit, aber ich habe nicht den Luxus, ich kämpfe ja momentan eh damit, dass überhaupt jemand antwortet, dementsprechend, dass ich da 2 an der Angel habe, ist schon, ja, damit muss ich mich zufrieden geben, auch wenn die mich leiden lassen, was soll man machen. Jo, ich mache mich gerade bereit. Und check ein Philly Cheesesteak ab. Das gibt's so jeden ersten Montag im Monat. Und ich habe gestern gesehen, Kai Pflaume hat den gehypt. Deswegen schaue ich da mal vorbei. Zufällig gibt's auch einen krassen Philly Cheesesteak jeden letzten Freitag im Monat. Aber das sind andere Läden. Können wir ja mal diesen Monat direkt vergleichen. Beide abchecken. Aber ja, irgendwie anscheinend, ich weiß nicht, vielleicht bin ich nicht so der Pizza-Typ. Pizza war solide, aber 5,0, keine Ahnung. Wie gesagt, ich weiß nicht, was eine Pizza braucht, damit ich sage, boah, die ist saftig, boah, auf die habe ich Bock, boah, die ist anders heftig. Die war halt okay, war lecker, war, ja, war halt Pizza halt, keine Ahnung. Weiß nicht, vielleicht bin ich tatsächlich kein Pizza-Typ. Man denkt halt immer, Pizza geht immer, Pizza ist immer geil, aber tatsächlich ist Pizza bei mir irgendwie immer nur Durchschnitt.
Ist mir so aufgefallen jetzt. Auf jeden Fall, das war's von mir. Leute, gebt gerne Like, Kommentar, Abo. Schreibt nur in den Kommentaren, ob ihr Pizza feiert. Ansonsten folgt uns natürlich auf Instagram und Twitch. Jeden Freitag sind wir live. Und investiert in Bitcoin, DeFi, Cashflow generieren, passives Einkommen, finanzielle Freiheit. Das war's von mir, Leute. Ciao.